diese Woche, guten Morgen, diese Woche ist irgendwie ziemlich verhagelt, ziemlich verregnet, könnte man sagen. Deswegen haben wir auch alles nur so kleine Baustellen auf dem Zettel, aber davon jede Menge. Heute auch wieder zwei Ahörner fällen, eine Birke zurückschneiden und eine Tanne fällen. Alles hier im Westoverleding, um 1 Uhr soll es regnen. Das heißt, wir sollten bis 1 Uhr damit durch sein. Na, geh an, so jetzt. Ja, deswegen, ne? Also ihr seht das jetzt auch, es ist spürbar kälter, das ist so krass, ne? Die eine Woche war es noch 30 Grad plus und jetzt ist direkt so zack, kalt und Regen und Scheiße. Gestern hat es auch einen halben Tag geregnet, so hier das Haus, ne? Ihr seht es wert, das neue Dach ist drauf und so, der Rasen kommt, hinten ist auch schon alles grün. Ja, deswegen viele, viele kleine Baustellen, nichts Wildes. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Besichtigungen werden zum Glück wieder mehr. Leider auch teilweise echt weiter weg oder Anfragen von weiter weg. Gut, das ist einfach durch den Bekanntheitsgrad, sage ich mal, ist das einfach so. Muss man gucken, rentiert sich das nicht. Ihr wisst auch, ich greife nicht gerne in anderen Regionen in den Kühlschrank, sodass ich immer versuche, wenn das zum Beispiel hier in Westerstede ist oder so, abzuklären, ob da quasi schon bei anderen angefragt worden ist, wenn ja, warum das nicht zustande gekommen ist quasi. Oder wenn das in Oldenburg ist oder so, ne? Da habe ich ja auch zwei Unternehmen, die ich sehr gut kenne, sehr schätze. Und da fragt man schon mal nach, ne? warum das mit denen nicht zustande gekommen ist oder so. Und letzten Endes habe ich auch so einen guten Kontakt zu den beiden, dass wenn ich da sagen würde, pass mal auf, da ist einer, was weiß ich, weil der Fan ist oder so, möchte der explizit mich haben, dann denke ich, ist das für die beiden auch in Ordnung. Aber sowas muss man eben vorher klären. Ne? Man arbeitet nicht einfach in der Region von jemand anders und nimmt dem da in der heutigen Zeit, die sowieso für alle schwer genug ist, nimmt man dem da nicht einfach die Arbeit weg. Ne? Das macht man nicht. Das sage ich ja auch immer wieder hier in der Gegend, ne? Wenn dann Leute Sachen anbieten, die sie eigentlich nicht ableisten können und dann entweder wir kommen müssen zum Nachbessern oder wir dann hinterher angefragt werden für den Auftrag, dann sage ich auch so, ne, warum hast du es überhaupt angenommen, wenn du es nicht ableisten kannst? Aber jetzt lass uns mal gucken, wie wir dich da aus der Situation rauskriegen. Gut, dann geht es jetzt quasi los. Das ist hier alles so in Westerwolding quasi, alles vor der Haustür, mehr oder weniger. Weil wie gesagt, ab heute Mittag soll es wieder auf die Mütze geben. Das ist so krass, ne? Also wir stehen hier an unserer Baustelle. Und dann musste ich gerade zugucken, wie zwei so eine Deppen. Mein Auto ist, weiß ich nicht, über 100 Meter von dem Igel weg. Und der ist mitten auf der Straße, ey, und die Trottel fahren drüber, ne? Das kann alles einfach nicht wahr sein, ey. Guck mal, ich meine, die hätten ja, hier passen ja, hier passen noch, zwei Sattelschlepper passen hier noch hin, ne? Und die fangen hier schon an, ziehen raus. Vor allem sehen auch so eine Kreatur auf der Straße nicht, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja super. Ja, ich räume den gleich hinweg mit der Schaufel. Alles Idioten, ne, wirklich. Man sieht doch, ob so ein Igel auf der Straße läuft. Und langsamer waren sie ja sowieso schon, weil oder sollten zumindest langsamer werden, wenn da ein Auto steht. Aber das interessiert die meisten Leute nicht. Die sind auf dem Weg zur Arbeit, da wird rausgezogen, zack, und fertig ist die Laube. 5 Kilometer vorher mit unverminderter Geschwindigkeit an so einer Geschichte hier dran vorbei. Das ist so hart. Mann, Mann, Mann. Wir haben einfach keinen Blick mehr für die Natur, ne? Das ist tatsächlich so. Gut. Und für Menschen eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Wie gesagt, da wird so an den Baustellen vorbeigeknispelt. Nimmst den gleich eben eine Aluschippe, machst den Igel eben von der Straße. Das ist ganz lieb. Dann gucken wir uns hier an, was hier anliegt. Morgen! Morgen! Dann kann's losgehen. Das geht halt ganz schnell. Ja, dann kann's losgehen, genau. Genau, den nehmen wir gleich raus. Wir entasten das erst ein bisschen, damit wir da besser rankommen. Ich glaub, das, ne? Und dann nehmen wir das eben raus. Und dann gehen wir das runter und dann ja. Gut. Alles klar. Geht gleich los. Ja. Geht gleich los. Ja, Markus nimmt wie gesagt jetzt eben das arme Igelchen da von der Straße.
Oh, ich hasse sowas, ne? Wie gesagt, ey, ein bisschen. Aber es ist ja auch egal, ob man hier selber auf der Straße steht. Die Leute jagen ja trotzdem mit 400 Sachen an einem vorbei. Okay, der Markus kommt gerade zurück. Der Besitzer vom Haus hat auch eine Schippe. Ja, der vergräbt ihn direkt. Keine 10 Minuten hier. Mit größeren Kran könnte ich den Haufen hier jetzt so unterm Baum weglöffeln. Ja, oder ich müsste rückwärts reinfahren, wenn ich über die Straße zu weit zumache. Ist noch ein Stück, aber hier gabelt sich die Spitze. Das heißt, wir schneiden die jetzt ganz gemütlich runter und dann klettern würde ich die jetzt eben ins Seil schmeißen. Aber wir sind ja mit der Bühne hier, das heißt, wir können den so weit zu frei schneiden, wie es geht. Beziehungsweise vielleicht klappe ich den gleich doch hier rein, muss ich mal gucken. Richtung Graben oder so, da kann ja nichts kaputt gehen. Dann schmeiße ich den hier rein, dann kann ich den so mit dem Krangreifen aufarbeiten. Beziehungsweise den hackt er jetzt auch so am Stück. Es sind jetzt 9 Minuten 43 Sekunden. Ich kriege für mein China-Video immer ganz viel Kritik für die Säge, von wegen, ich würde die falsch benutzen, die Kette wäre zu stramm, der Deckel wäre nicht richtig zu bla 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 bla. Und das wäre ja auch nur eine Säge zum Entasten. In dem Video, wo wir dann die Echo testen, da seht ihr die China nochmal gegen die 201er und gegen die Echo, zirpende Grille und den ganzen Kram, da seht ihr dann, dass die China wirklich scheiße ist. Also eigentlich schade, dass die ganzen China-Leute, die mich dafür kritisieren, für den China-Sägen-Test, dass die sich nicht das andere Video mal angucken, wo wir die China-Säge dann nochmal benutzen gegen die anderen Sägen. Und man sieht ja auch hier wieder, das ist jetzt die 194er von Markus, ne, dass so eine Säge, so einen vollen Stammeingriff, dass die das durchaus sägt und durchaus abkönnen muss, ne? Ist jetzt egal, ob es die Echo, die Stiel oder eine Husqvarna ist. Da kannst du mit den Top-Händel-Sägen auch Stämme abblocken und da kannst du mit den Top-Händel-Sägen auch Bäume sägen, die genauso lang sind bzw. dick sind, wie das Schwert lang ist. Und das sollte man mit jeder Säge können. Ne? Und du kannst ja auch mit den Backhändel-Sägen, kannst ja auch mit einem 40er Schwert locker 90er Bäume fällen. Ne? Also von links rechts schneiden und dann Herzstich machen und dann kannst du mit einem 40er Schwert locker 90er Baum fällen, ganz locker. Aber wie gesagt, das sind dann eben wahrscheinlich die Leute, die selber so eine Säge haben oder eben das Ding nur dreimal im Jahr benutzen oder so. Ne? Das war ja auch mehr so ein Test, einfach mal, um zu wissen, ob sowas überhaupt eine Alternative ist. Nein, ist es nicht. Das Zeug ist das Geld nicht wert, aus dem es gemacht ist. Aber, und das halte ich dann jetzt den Kritikern wieder zugute, es ist natürlich so, wenn man jetzt einmal in seinem Leben so eine Tanne hier entasten möchte, dann kann man das natürlich wahrscheinlich auch mit so einer China-Säge. Ne? Die wird den Baum, wird die wohl durchhalten. Nichtsdestotrotz ist das einfach Kernschrott. Ne? Dann leiht euch lieber irgendwo eine vernünftige Säge oder fragt einen Kollegen, ob er Zeit hat, der eine vernünftige Säge hat oder so, aber kauft nicht diesen China-Schrott und unterstützt diese Wegwerfscheiße dann noch. Ansonsten muss das ja jeder selber wissen, aber diese unsachgemäßen Kritiken dann immer von wegen, du hast Kette viel zu stramm oder du hast sie nicht richtig zusammengebaut oder wenn man da so doll drückt, dann qualmt die Kupplung. Alter, ich habe gar nicht gedrückt, ne? Also ich habe, das sieht man in dem zweiten Sägetest-Video ganz gut, da halte ich die nur so mit zwei Fingern am Gas und oben am Griff fest, also nur wirklich so, dass ich gerade so ein bisschen Gas geben kann.
Und trotzdem ist die am Qualmen und am Machen und am Tun, ne, und blockiert. Obwohl die Kette eben auch lose genug ist, was ich dann auch in dem Video zeige. Also finde ich total lustig, ne? Jo. Also gleich den Scheiß einmal schnell durch den Hacker grapschen. Ne, ihr seht so ein Baum hier, das ist Viertelstunde, 20 Minuten muss sowas weg sein. Ne? Also mit Aufräumen gleich hier, das Hacken dauert ja auch nur 5 Minuten. Da darfst du dich nicht lange mit beschäftigen, ne? Sonst ja, geht das hier gar nicht. Ne? Also zumindest nicht bei unseren Preisen, die wir vor Ort haben. Ne? Wobei ich mich, wie gesagt, es ist immer so lustig, wenn die Leute sagen, was nehmt ihr denn pro Stunde? Wir nehmen nicht pro Stunde, wir kalkulieren den Baum, weil den schiebt ja auch keiner sonst so mit zwei Griffen hier durch einen Hacker, zumindest nicht bei uns in der Gegend. Ne? Jetzt blocke ich den noch eben schnell ab, wenn Markus da unten die restlichen Zweige weggeräumt hat, weil ich ihm das dickere Holz nicht auf die Zweige schmeißen will. Deswegen habe ich das schon so ein bisschen da nach hinten zwischen Korb und Stamm geschmissen, damit das nicht da auf den Zweigen liegt. Die Zweige habe ich versucht, alle so in eine Richtung Graben zu schmeißen. Nur wie gesagt, leider kommt der Kran da gerade nicht dran, sonst könnte ich die nämlich tatsächlich sogar hier neben dem Baum wegkrapschen und reinschieben. Aber es ist immer so, ne? Ist auch egal, ob ihr einen großen Bagger habt oder einen Kran oder irgendwas anderes. Und Maschinen sind immer grundsätzlich einen halben Meter zu kurz. Das ist einfach so. Ist die Kamera, die nicht piept, muss ich mich wieder dran gewöhnen. So, das ist ja auch ein Kunde von uns, das wisst ihr, da haben wir schon mal eine Kastanie gefällt. Voll geil. Eigentlich hat Tina das so geplant, dass wir die Bäume mit der Bühne runterschneiden. Das werde ich nicht tun. Ich habe ein geiles neues Spielzeug. Und das, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Das hat mir der Knut von Grube zur Verfügung gestellt. Das ist so ein Tree-Pusher. Und damit kann man eben Bäume umdrücken. Ne? Der drückt irgendwie 2 Tonnen. Und damit kann man eben Bäume umdrücken. Und ich glaube, die kriegen wir umgedrückt. Und dann lege ich den hier zack genau auf den Hacker zu. Und dann kann ich den auch wieder mit dem Kran greifen und reinschieben. Übrigens wieder entgegengesetzte Fahrtrichtung. Ne? Und hier, das habe ich glaube ich schon mal angesprochen. Ne? Ihr meckert immer wegen meinem, das ist LED. Ne? Das blitzt, wenn ich den Warnblinker anhabe, in einer anderen Frequenz wie das Auto. Das ist einfach, weil der Vario, das ist auch nur hinter dem Mercedes Vario oder hinter allen Mercedes-Autos, also auch hinter der M-Klasse, die Jahring früher noch gefahren hat und so. Das ist hinter allen Mercedes-Autos. Da muss der Strom aus der Steckdose, ich habe das auch mal durchmessen lassen, hier bei unserem Bosch-Service. Die Steckdose gibt entweder zu viel oder zu wenig, also da muss ein Relais zwischen. So, ne? Aber deswegen, der blitzt so und deswegen meinen die immer, weil der in einer anderen Frequenz blitzt, dass das Warnblinklicht am Auto funktioniert, aber das am Hacker nicht. Ne? Ihr meint immer, das sieht man nur nicht, ne? Weil das in einer anderen Frequenz blitzt sehr, sehr schnell. Und die Kamera, die nimmt ja nicht mit der hohen Geschwindigkeit, mit der hohen Frequenz auf. Deswegen seht ihr immer nur so jedes dritte Blitzen. Und also wie gesagt, das funktioniert. Ne? Das Licht am Hacker, das funktioniert alles. Aber das ist eben auch so ein Ding, dass das bei Mercedes nicht miteinander kommuniziert. Hinter jedem anderen Auto funktioniert das bei Mercedes nicht. So, jetzt den berühmten Tree Pusher mal raus. Dass wir den mal das erste Mal ausprobieren können. Coole Baustelle dafür. Das ist das gute Stück. Der funktioniert mechanisch über einen Seilzug. Das ist eigentlich voll cool. Machen wir mal die Klappe wieder zu, nicht dass uns die eine abfährt. Ne, hier ist so eine Kurbel dran. Dann rammt man eine in den Stand, das andere auf den Boden. Und dann kann man damit die Bäume platt drücken. Ne? Und das sind eben auch zwei leichte Rückhänger, die hängen so ein bisschen gegen Richtung Haus, aber das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren mit dem Ding. Ich freue mich darauf, wir werden gleich auch noch mal eben
eine Forke holen, wenn ich meinen Helm aufsetze, damit wir euch das auch von der Entfernung zeigen können, damit ich die Kamera irgendwo festklemmen kann. Also der hängt ein bisschen nach hinten, aber den wollen wir jetzt gleich zack hier in die Richtung drücken. Und das eben mit diesem neuen Pre-Pusher, den es eben bei Grube gibt. Ja, der ist nicht ganz günstig. Ich glaube, das Ding kostet fast einen Tausender oder so. Aber man sieht ja, oder wir werden dann ja gucken, wir werden ja sehen, wo die Reise hingeht. Was ich ein bisschen frickelig finde, habe ich schon rausgefunden, ist die Rückstellung, ne? Weil man den hier lose machen muss, um den dann zurückzukurbeln. Das ist so tendenziell ein bisschen gefährlich für die Finger, ne? Da müsste man auch hier irgendwie vielleicht eine Nase dran machen, hier hinten oder so, ne? Noch so ein kleines Flacheisen, dass man das so von hier hinten so ein bisschen von Entfernung hochdrücken kann, damit man mit den Fingern nicht immer hier so in der Nähe von dem Ritzel ist. Das ist das, was mir quasi schon direkt aufgefallen ist, was so ein bisschen, was ein bisschen tricky ist, ein bisschen gefummelt ist, ne? Hier die Rückstellung eben, dass man da immer mit dem Finger so eng an dem Ritzel ist. Das ist nicht so gut. So, ich hoffe, dass der Kamerawinkel einigermaßen was ist, dass wir alles drauf haben. Ja gut, das Problem ist hier in dem weichen Boden, dass der einfach einsinkt. Wir hatten zwar die Platte mitgenommen, die drückt aber nach hinten weg. Dadurch sinkt er stark ein. Bruchleiste ist eigentlich schön parallel. Gut. Hat nicht sollen sein. Hat alles genau gepasst. As expected. Wie erwartet, ne? Passt hier genau rein. Ihr seht hier an den Birken nichts passiert, auch oben nichts ausgebrochen. Hier genau zack bis zu den Birken, hier vorne zack genau bis zum Hacker und hier genau bis zur Gasleitung. Also das hat alles super gepasst, nur rüber wollte die Sau irgendwie nicht. Schade, ich hätte euch das gerne, aber das ist Vorführeffekt, ne? Erster Versuch, Markus fummelt den jetzt auch noch zurück. Wir müssen uns dann auch so ein bisschen vertraut mitmachen, ne? Das war jetzt erster Einsatz. Ja gut, Lernkurve, ne? Irgendwie was muss da drunter, dass der nicht einsackt. Und irgendwie müssen wir gucken, vielleicht sind wir auch da zu doof dazu, den zu entspannen oder so, ich weiß es nicht. Das Problem Puh. Ist, lässt du den von alleine zurückkommen. Ja. Bleibt das Draht hier oben, als du denkst, läuft nicht zu schnell. Okay, runter. Okay.
Also musst du den zwischendurch wieder bremsen. Okay, na gut. Dann machen wir Rasen einmal vernünftig und dann, ja. Gut, also wir werden das Ding noch weiter ausprobieren und werden mal gucken, wo die Reise hingeht. Jetzt arbeiten wir den Baum erstmal auf und schieben den Acker. Also der fällt ja auf jeden Fall bis zur Straße. Oder man müsste versuchen, den da hinten Richtung Wiese hier umzuschubsen. Wenn man den dann nochmal mit dem Tree-Pusher probieren will. Also natürlich, vom natürlichen Wachstum her würde ich sagen, fällt er schräg auf den Rosenbogen zu. Das heißt, nach hier müssten wir schon überkompensieren, auf die Straße schmeißen. Wird er wahrscheinlich bis nach das Zaun gehen. Hier wäre Platz genug. Da muss der Fallcap nur echt, so wie gerade, auch genau passen. Dann geht er hier rein. Hängt aber extrem zurück. Normalerweise wäre das sowas, was ich mit der Winch machen würde. Also Seil reinschießen oben oder über den Zwiesel, braucht nicht so hoch. Die Winch hat ja echt Kraft. Und dann würde ich den eigentlich mit der Winch hier reinziehen. Weil bis hier zum Zaun geht er nicht. Oder also gerade eben nicht. Schwierig. Oder man schneidet ihn einfach mit der Bühne in drei Teile zu Brei. Ne? Wir haben das Ding ja. Aber weil vom Wachstum her ist der natürlich, also müssen wir den guter Rückhänger, ne? Müssen wir extrem rüber drücken. Das ist schon nicht ohne. Nein. Ist hier ausgegangen, war Akku schon wieder platt. Nee. Oh, ich fahre da jetzt so neben. Dann gucken wir mal, wie weit der Kran kommt. Und sonst machen wir den Rest mit Kette. Kurze Frühstückspause, dann sehe ich die Stämme auf, stellen wir die Bühne dahin, kürzen die Birke in der Höhe ein und in der Ausdehnung, damit die Schüssel wieder frei ist und dann ist das alles schick. Yeah. Ich glaube, der kann seine volle Kraft nicht aufbauen, weil er hier immer bei uns zu leicht im Boden versinkt mit den trockenen, weichen Böden. Ich muss da nochmal mit Knut reden. So an sich ist das Ding, glaube ich, nicht schlecht. Wir sind da, glaube ich, nur noch im Moment ein bisschen zu doof, damit umzugehen. So, Markus ist dabei, er hat hier Überhang zum Haus eingekürzt, jetzt nimmt er noch die Höhen raus. Da ist er jetzt auch gerade bei. Und dann ist die Birke auch soweit schick. Ne? Also man sieht das, hier hat er schon eingekürzt, da liegt da noch einer lose drauf. Hier beim Haus hat er schon ein bisschen eingekürzt, da muss er aber gleich oben noch weiter einkürzen. Jetzt nimmt er die Höhe noch so ein bisschen raus, damit die Schüssel da wieder frei ist. Ne? Das ist, ja. Weil es können natürlich auch die Eichen sein. Es ist bei Satellitenempfang, ist es immer schwierig zu sagen, wie das Signal reinkommt. Das können vielleicht auch die Eichen sein. Gute Frage, nächste Frage. Aber er nimmt da jedenfalls gut was raus und dann, ne, hier wie gesagt, hat er schon eingekürzt, dann muss er gleich aber von der anderen Seite und dann ist das schick. Ich sehe jetzt die Stämme auf und dann geht das schon hier. Das sind schon ein paar Meter, ne? Also ich würde sagen, das sind locker 5 Meter, was da rausgekommen ist an Höhe.
So, Markus hustet noch eben, damit wir dann auch wirklich alles sauber hinterlassen haben. Der Rasen hier, die Hälfte ist schon abgepustet. Ne? Und er macht da auch gleich Straße und alles neu sauber, wie man das von uns kennt. Deswegen fahre ich jetzt aber eben den LKW weg, damit er dann auch da wirklich auch unterm LKW und so sauber machen kann, wie sich das gehört. Beste Anschaffung ever, ne? Also hier der Motri, ne, dieser Motorsägentrichter für oben in der Bühne, einfach zum Einhängen, möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Das ist tatsächlich ein Werkzeug, wo ich nichts dran zu meckern habe, aber gar nichts. So, ich bin hier jetzt bei meinem Kollegen Hans, mit dem ich, wie gesagt, früher schon immer Baumaschinen repariert und verdealt habe und so. Ihr seht, das ist hier ein Paradies für Leute, die auf schweres Gerät stehen, auf gebrauchtes schweres Gerät. Ne, MB-Truck, Onimos, hier Radlader, da der 541, das wäre übrigens noch so einer, mit dem ich liebäugel. Ne, hier steht noch ein 6 Tonnen Janmar Kettenbagger und so. Obwohl, das ist, glaube ich, kein Janmar, den hat er, glaube ich, nur gelb lackiert. Das müsste ein, wie heißen die mit H noch? Kein Hitachi. Hanix, das müsste ein Hanix-Bagger sein, wenn ich mich nicht irre. CS, ja, CS 50C, das ist sogar nur ein 5 Tonnen Bagger. Das ist ein Hanix 50C, das ist ein 5 Tonnen Kettenbagger von Hanix. Aber den hat er in Janmar gelb lackiert. Deswegen war ich im ersten Moment irritiert. Aber nee, so ein bisschen kenne ich mich da eben auch mit aus. ONK würde ich heute ehrlich gesagt nicht mehr kaufen, weil da die Ersatzteilversorgung schwierig geworden ist. Naja, Liebherr, Atlas und so, das geht halt immer noch, ne? Goodie, also ich muss mal mit ihm mal über meinen, wir wollen ja meinen Greifer modifizieren, da wollte ich mit Hans mal drüber quatschen und dann, ja. So, weil wir ja ein bisschen was umbauen wollen am Hacker, ich war ja gerade bei meinem Kollegen Hans, der hat im Moment den Platz gerade ein bisschen voll stehen, ich muss mal warten, bis der ein bisschen Zeit hat, dann ruft er mich an, dann bauen wir da ein bisschen was dran um. Muss ich auch mit dem Hacker im Eimer auf die Waage, der ist jetzt zum Glück nicht voll getankt. Ich fahre jetzt hier mal beim Reihweisenmarkt, gucke ich mal, ob die Waage frei ist, dann hake ich den Hacker ab. Und dann gucke ich mal, habe ich mal den Hacker auf Waage, dann gucken wir mal, wo wir Gewicht sparen können, wie viel wir noch dran bauen können und so eine Geschichten. Dann gucken wir eben einmal, was dann auch geht, was dann nicht geht und sonst muss das Ersatzrad irgendwie abgeschraubt werden oder was, dann spart man auch wieder 15 Kilo und so. Gucke ich jetzt mal eben hier beim Reihweisenmarkt, dass wir da, super, die haben Mittagspause. Alter, es kann nicht wahr sein, wer hat denn heutzutage noch Mittagspause, ey? Ja, klasse. Ja, also gucke ich jetzt nicht beim Reihweisenmarkt, was der Hacker wiegt. Alter, ist eine Katastrophe, ey. Ob der sich wo verfahren hat? Take me home. Nein, der hat sich nicht verfahren, der kommt hier vom Möbelmeier. Und die Straße hat ja tatsächlich keine Tonnenbegrenzung. Allerdings hat sich gefreut, dass ich Platz gemacht habe. Ist aber völlig normal, finde ich. Und vor allem auch, dass der kleinere den größeren Platz macht. Aber hier vorne ist ja Möbelmeier, Möbelwerkstätten hier bei uns, mitten in der Siedlung quasi, mehr oder weniger. Aber alteingesessenes Traditionsunternehmen. Großer Arbeitgeber hier. Von daher passt alles. Hat übrigens seine neue Ausstellungshalle da, wo wir auch bauen wollen. Allerdings schon weit vor uns gebaut.